Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum WM-Tipp. WM-Tipp, letzte Runde, Finalrunde, Finale, Spiel um Platz 3. Ja, das Ende steht an. Wer wird Weltmeister? Das ist die große Frage. Meine Tipps, los geht's damit. Das erste Spiel ist das Spiel um Platz 3. Es ist das Spiel zwischen Belgien und England. Ja, diese Partie gab es bereits schon in der Gruppenphase der Gruppe G. Damals ist das Spiel 1 zu 0 für Belgien ausgegangen. Ich denke mal, in dieser Partie gegen England wird es relativ ähnlich laufen. Am Abschluss gewinnt Belgien das Spiel mit 1 zu 0. Vielleicht ein bisschen trist, ein bisschen langweilig, aber ich denke mal, dass die Belgier doch die Niederlage besser verkraftet haben als die Engländer. Und deswegen 1 zu 0 gewinnen. So, normalerweise ist das ja so, dass am letzten Tipp dann ja oftmals auch Statistiken bei mir rauskommen und ähnliches. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, gegen diese Statistiken oder ähnliche. Unten in der Infobox werde ich am Ende der Weltmeisterschaft hinschreiben, wer wie viele Punkte hat. Und dann könnt ihr euch selber nochmal anschauen, wer wie welche Punkte hat. Denn am Montag bereits gibt es das nächste Infovideo, nämlich das Infovideo zu den nächsten Bundesliga-Tipps 2018, 2019 und auch gleichzeitig, wer gegen mich denn dann antritt. Ja, momentan zwei, drei Leute sind noch dabei, vielleicht auch jetzt noch nach dem Spiel um Platz 3. Vielleicht hat sich das aber auch schon entschieden. Wer weiß, auf jeden Fall. Hoffe ich mal, dass das alles soweit dann alles gut läuft und auch dann zur Bundesliga wieder gut läuft, ne? Bundesliga dann nächste Saison mit meinen Tipps und dem meines Duellpartners bzw. meiner Duellpartnerin, je nachdem, ne, wie es da läuft. Endergebnis, wie gesagt, Infobox diesmal. So, das Finale, das Endspiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Die große Frage, wer wird denn jetzt Weltmeister? Frankreich oder Kroatien? Frankreich als letztes Weltmeister 1998 geworden im eigenen Land, hatte Kroatien als Gegner im Halbfinale gehabt. Damals waren die Kroaten auch die Riesenüberraschung, dass die überhaupt bis ins Halbfinale gekommen sind. Ja, dieses Mal kann man das bezeichnen als wieder eine Überraschung. Wieder ist es Kroatien und wieder ist es Frankreich gegen Kroatien. Können die Franzosen nun den nächsten Titel klar machen, wie gegen Kroatien am Abschluss dieses Mal? Oder holt Kroatien den allerersten Sieg dieser Weltmeisterschaft? Am Anfang war das so, in vielen Tipprunden hatte ich auf ein Finale der Franzosen getippt, gehofft, gedacht. Entweder halt Frankreich gegen Spanien oder Frankreich gegen Deutschland. Am Ende sind die Spanier im Achtelfinale ausgeschieden gegen Russland und Deutschland nicht mal weitergekommen. Frankreich dagegen hat es bis dahin geschafft. Jetzt geht es gegen Kroatien und irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie, dass Frankreich dieses Spiel nicht gewinnen wird. Also bis zur Aufnahme dieses Tipps habe ich die ganze Zeit gedacht, na, es muss eigentlich Frankreich sein. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Frankreich dieses Ding gewinnen wird, sondern Kroatien und Kroatien damit Weltmeister wird. Ja, Kroatien wird gewinnen mit 2 zu 0. Irgendwie habe ich das im Gefühl. Es kann auch völlig anders sein und später ist es so, dass Frankreich Weltmeister ist und ihr schreibt in die Kommentare, ja, dein Gefühl hat dich mal sowas von getäuscht. Andersrum natürlich kann es auch andersrum sein. Eigentlich habe ich in allen Tipprunden getippt, dass Frankreich Weltmeister wird und am Ende tippe ich sie dann doch gegen sie. Da ich denke, dass die Kroaten hungriger sein werden auf diesen Titel. Man hat es gegen England gesehen, ja, die erste Halbzeit lief nicht optimal, aber die zweite dafür und so wird es wahrscheinlich im Finale am Abschluss auch laufen. Das waren meine Tipps für diese Weltmeisterschaft 2018. Wir sehen uns dann zum Infovideo. Wie gesagt, wieder am Montag sollte das sein. Da mit auch einer kleinen Überraschung, da werde ich dann auch nochmal was zu sagen. Am Montag. Und ja, euch dann viel Spaß bei den letzten Spielen. Und danke fürs Mitmachen, wenn ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns dann. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.